Was geht ab, Ladies and Gentlemen? Das 7-Sterne-Terra-Red-Event rund um Silvaru ist jetzt live in Pokémon Karmesin Purpur. Geht von jetzt halt bis Montag früh. Falls ihr allerdings diesen Zeitraum nicht wahrnehmen könnt, habt ihr kommendes Wochenende erneut die Chance, an diesem Raid-Event teilzunehmen und euch einen Silvaru zu fangen. In diesem Video schauen wir uns all die Informationen rund um dieses Raid-Event an. Sprich, welche Attacken wird es Silvaru haben, welche Fähigkeit und welche Items bekommt man denn so aus diesen Terra-Raids. Deswegen, ohne groß um den heißen Brei herumzureden, schauen wir uns den Kollegen Schnürschuh mal an. Falls ihr neu auf dem Kanal sein solltet, dann lasst gerne ein Abo da. Würde mich sehr freuen und ihr verpasst nichts mehr zu Pokémon, Karmesin und Purpur. So, hier haben wir den Genossen. Also, Silvaru wird auf Level 100 sein, hat seine versteckte Fähigkeit, sprich Langstrecke, und hat als Attacken Schattenfessel, Sturzflug, Fußkick, Laubklinge und dazu noch Downreigen, Schwerttanz und warum auch immer Windschnitt. Also ist wirklich sehr physisch aufgebaut, ja. Schwerttanz, gefährlich, muss ich gestehen. Windschnitt, ja, verstehe ich nicht. Ist seine einzige spezielle Attacke und Windschnitt ist an sich auch nicht echt stark so, ne? Das Silvaru in den Raids kann nie shiny sein, ja, sprich, es ist shiny locked. Die einzige Methode, Silvaru in shiny zu bekommen, ist per Zucht, ja. Noch dazu, Terra-Typ Flug, wissen wir ja bereits, ist nur einmalig pro Spielstand fangbar, aber ihr könnt es mehrmals herausfordern und hat das Titanenzeichen. So, welche Items droppst du so? Also, die Standard-Item-Drops, EP-Bonbons, sowohl Protein als auch Calcium, das finde ich sehr, sehr cool, und halt Flug-Terra-Stücke, so, ne? Noch dazu einmalig die TM-164, welche Sturzflug ist, und halt einmal ein Fähigkeitenpflaster. Und ja, so zufällige Item-Drops, die man so aus diesen Raids bekommt, sind dann noch weitere EP-Bonbons, Sonderbonbon, weitere Proteine, Calcium, Sternstück. Ja, nennenswert ist, glaube ich, dass man weiterhin zu 1%, ne, noch ein Fähigkeitspflaster bekommen kann. Ansonsten, die Bilder sprechen hier für sich, meine Damen und Herren. So, damit ihr Zugriff auf dieses Event haben könnt, gehen wir ins Poképortal. Wichtig, ihr braucht kein Nintendo Switch Online. Ihr braucht lediglich eine Internetverbindung. Dann gehen wir auf Geheimgeschenk und Poképortal News empfangen. Dann verbindet euch das Spiel automatisch mit dem Internet. Und sobald es das getan hat, bam, du hast via Internet die neuesten Infos aus Paldea erhalten. Sprich, ihr habt das Raid-Event geladen. Und auf der Karte müsste Silvaru nun sichtbar sein. Vorausgesetzt, ihr habt 6 Sterne Raids freigeschaltet. Ja, habt ihr das nicht gemacht, dann könnt ihr leider nur anderen beitreten, aber wenn ihr das getan habt, dann genau, sieht es so aus. Ja, sind die Silvaru-Raids. Interessant ist es, dass wir diesmal keine Unter-Raids bekommen, also so bei Special 5-Sterne-Raids, wenn ihr wisst, was ich meine. Das war doch bei Libalo zum Beispiel, dass wir neben Libalo noch vermehrt hier Florges und Mimikma waren es, glaube ich, vermehrt in 5-Sterne-Raids fangen konnten. Aber hier ist es tatsächlich diesmal nicht der Fall. Also es ist wirklich nur Silvaru und so sieht der Kollege aus. Im nächsten Video, kommt unmittelbar nach diesem Video, deswegen verlinke ich es euch direkt im Abspann und in der Videobeschreibung, zeige ich euch, wie ihr Silvaru alleine besiegen könnt. Ja, sprich, ohne Hilfe, auf Hilfe angewiesen zu sein. Sprich, ja, schaut dort gern rein. Ansonsten, wir machen das Raid-Event auch live auf Twitch. Link ebenfalls in der Beschreibung. Und ja, bis dahin, das soll es von mir gewesen sein. Lasst gerne einen Daumen oben da, wenn es euch weitergeholfen hat. Und wir sehen uns dann zu einem neuen Video oder am Livestream auf Twitch wieder. In dem Sinne, haut darin. Kauft dahin.